Yo, yo, yo. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, Leute, ich wollte eigentlich ein Party Royale Video machen, aber ich habe mir was anderes ausgedacht, weil ich da irgendwie Lust drauf habe. Machen wir wieder den Spectatinen-Lachs. Das heißt, wir gehen jetzt in eine Solo-Runde rein. Ich lasse mich von Anfang an killen. Der Gewinner aus der Runde bekommt 1000 V-Bucks. Eigentlich voll simpel. Einzige Bedingung ist halt, die Leute dürfen nicht toxisch sein, weil sonst gebe ich natürlich auch nicht die V-Bucks her. Und ich würde sagen, jede einzelne Person, die wir hier in der Runde sehen, weil die werden bestimmt untereinander sich gegeneinander natürlich auch killen, werden wir im Fortnite-Tracker suchen und wir gucken uns an, ob das irgendwelche Pro-Spieler oder so sind. Ja, Leute, ich würde gar nicht lange drumherum reden. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, Leute. Lasst auf jeden Fall auf Ehren Like da. Würde mich mega freuen. Ich würde sagen, let's go, Junge. Okay, Leute, wir sind in der ersten Runde drinne. Oh mein Gott, was macht der denn da hinten schon? Bro, dich habe ich jetzt gerade nicht gemeint, Junge. Da vorne, da baut schon einer, was weiß ich nicht, für Tornados. Wie dem auch sei, Leute. Wir gehen auf jeden Fall nach Brutal Bastion. Ist eine goldene Stadt. Ich lasse mich da direkt am Anfang killen. Ich hoffe natürlich, dass da auch viele Spieler hingehen werden. Aber ist eine goldene Stadt, Leute. Ihr wisst, wie das immer läuft. Goldene Städte, da gehen meistens viele Spieler hin. Und ich wollte auf jeden Fall, weil wir das Format ja etablieren wollten, werde ich diese Woche auf jeden Fall noch ein Video posten, wo ich wieder im Ranked-System reingehe, 3 bis 4 Runden spiele und versuche, so viele Punkte wie möglich zu holen, also so viele Prozent, um halt eben beim Ranked-System aufzusteigen. Weil wir wollen ja auf jeden Fall den Unreal Rank erreichen in dieser Season. Leute, vertraut mir, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Und wenn nicht, dann muss ich mir halt eben Hilfe holen von 2 guten Spielern oder 3 gute Spieler, die da mit mir zusammenspielen, die bei vielleicht schon Unreal sind. Und dann holen wir uns halt eben so den Unreal Rank. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal hier konzentrieren, weil wir müssen mal gucken, wir dürfen natürlich bei keinem Bot landen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier überall nur Bots sind. Ja, das ist auch ein Bot, ne? Okay, 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 okay. Okay, einen richtigen Spieler hatten wir. Der hat sogar den Battle Pass. Ich glaube, der hat sich Fall Damage geholt. Nee, nee, Fall Damage hat er sich nicht geholt. Wir gehen auf Beobachten. Nick Morlob. Wir gehen direkt auf Fortnite Tracker und gucken uns die Stats von dem Spieler an. Okay, sein Profil ist privat, Leute. Deswegen, den können wir schon mal im Fortnite Tracker nicht finden. Wenn ihr euch fragt, wie man das Profil privat stellen kann, das kann ich euch gleich zeigen. Aber ich glaube, der wird jetzt gleich fighten. Das würde ich mir nochmal gerne angucken. Aber so wie der jetzt hier momentan spielt, ich glaube, Leute, ist nichts Besonderes. Sage ich euch, wie es ist, ne? Aber wir gucken uns die Geschichte mal an. Ja, also der wird, also... Nee, Bruder. Also das ist, erstens ist das ein Bot gewesen. Zweitens hat der Typ, glaube ich, nur eine Stair gebaut. Wenn ich einen Bot sehe, dann bin ich ein Spieler... Ich habe doch gesagt, der wird verlieren. Dann bin ich zumindest ein Spieler, der Edit-Parcours darauf macht und versucht, die Geschichte halt eben auf Clip-Basis zu klippen, auch wenn ich es nicht klippe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Einfach mal so einen Edit-Kurs auf einen Bot zu machen. Aber wir gucken mal jetzt hier den Spieler. Moro heißt der. Ich hoffe, dass das eine Null ist mit einem Smiley. Moro mit einem Smiley. Wird der hier vorgeschlagen? Nein, Leute. Wir gehen mal kurz eben einen Smiley raussuchen. So, ich glaube, hier diesen Smiley hat der benutzt. Und das müssen wir dann jetzt nur noch hier einfügen. Jo, da haben wir den. Junge, sein Profil ist auch auf Privat. Warum machen die alle ihre Profile auf privat. Ich check das nicht. Wenn ihr euch fragt, wie das geht, ich kann euch das kurz zeigen. Ihr geht... Oh, da wird wieder gefightet. Müssen wir uns angucken, bevor ich euch das zeige, Leute. Wichtig. Oh, der Gegner ist Midaskin. Ich glaube, der Spieler ist aber auch nicht so schlecht, der Moro. Nee, nee, der ist nicht, der scheint nicht schlecht zu sein. Scheint aber auch jetzt nicht übertrieben wild zu sein. Boah, da hat der aber nochmal richtig Glück gehabt. In letzter Sekunde hat er sich da nochmal mit einer Wand gesaved, sonst hätte der den dicksten Pumpschuss abbekommen. Der muss sich auf jeden Fall noch ein Mini geben, bevor der fightet. Ja, der Gegner ist nicht gut. Die sind beide nicht gut, Leute. Die sind beide nicht gut. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, der macht das richtig. Auf jeden Fall, bevor man jetzt hier an der Stelle pusht, erstmal Minis drücken. Hey, der trifft gar nicht mal, Alter. Was geht denn bei dem ab? Okay, jetzt will er hier reinpushen, ne? Der will jetzt hier rein, Junge. Yo, er kommt auch noch rein, Bro. Hat sich aber wieder nochmal gerettet. Okay. Schön. Beide Schildcrack. Beide wenig Leben. Beide absolut One-Hit. Okay, noch ein Schuss. Ich glaube, dann ist die Geschichte perfekt. Er hat nur noch 2 Leben. Der Midas-Skin ist aber nicht gut. Ich sag euch, wie es ist. Der ist aber auch ehrlich nicht gut gewesen. Ja, weiß nicht. Mit 2 AP hat der überlebt. Der hat fast gegen einen Spieler verloren, der wirklich jetzt nicht so ultra krass ist. Aber ich meine, wir sind in der ersten Runde drin, Leute. Dementsprechend kann ich mir halt eben gut vorstellen, dass hier noch nicht die krassesten Spieler drin sind, sondern dass die besten Spieler erst in der zweiten Runde reinkommen werden. Aber werden wir auf jeden Fall im Laufe der Zeit gleich sehen. Er hat schon mal die goldene Pumperad. Medkit hat er auch. Das heißt, er hat 200 Leben, hat Minis. Ja, ich würde vielleicht nochmal irgendwo ein Biggie oder sowas suchen. Aber alles in allem sieht die Geschichte schon mal gut aus. Die Bots sind auch bei ihm, Leute. Richtig. Richtig wilde Geschichte. Also das ist schon heftig, Mann. Bin gespannt. Also ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. So ist das nicht, ne? Nur die Frage ist halt eben,
eben, ob er es auch dann im Endeffekt schaffen wird. Holt sich hier dann nochmal die Bots, okay. Den sneakt er sich auch nochmal auf, ganz lecker. Und hier vorne auch nochmal den Sprech mit dem Pumpschutz. Leute, eine ganz wichtige Sache. Weil ich habe ja schon mal gesagt gehabt, dass ich voll Bock habe, wieder Party Royale Videos zu machen. Auf ganz ekelhaft mit den OG-Skins flexen. Wenn wir die schon haben, dann können wir halt auch eben so Videos machen. Dient natürlich nur der Unterhaltung. Wenn ihr wollt, dass ich wieder Party Royale Videos aktiv mache, jede Woche ein Party Royale Video, dann schreibt eine 1 in die Kommentare. Wenn ihr es nicht wollt, dann schreibt eine 2 in die Kommentare. Das ist ganz wichtig, damit ich auch wirklich weiß an der Stelle, ob man es wirklich möchte oder nicht. Weil so wie ich den Eindruck hatte, immer wenn ich so in letzter Zeit so ab und zu mal ein PR-Video gemacht habe, hat man nicht so wirklich Lust darauf. Und wenn ich Party Royale Videos machen würde, dann würde ich das halt auch im normalen Party Royale machen. Ich würde selten mal in meine Map reingehen. Also wirklich ganz oldschool-mäßiges Party Royale, absolut cringe angelehnt. Und ich wollte euch ja zeigen, wie man das Profil auf privat stellt. Das zeige ich euch jetzt. Ihr geht hier einfach unter Einstellungen rechts das Männchen und dann müsst ihr... Da kommt direkt der nächste Fight, Leute. Das müssen wir uns angucken. Guck mal, wie der am Sprayen ist, ne? Oh mein Gott. Der muss da raus. Perfekt. Sehr gut gerettet. Sehr gut gerettet, Digga. Sehr gut. Den mythischen. Der muss sich den mythischen drücken. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Richtig gut gerettet. Kommt jetzt, glaube ich, von rechts, ne? Oder? Ich weiß nicht. Nee, nee, der geht auf Highground. Der pusht nicht. Wäre jetzt auch blöd, wenn er pushen würde, sage ich dir ehrlich. Weil der würde jetzt auf jeden Fall verlieren. Ja, ja. Oh mein Gott, Bro. Das war's. Lol, er macht Edit-Parkour, Digga. Verliert trotzdem. Ne, der hat ausgetrickst. Der hat einen Edit aufgemacht, wieder zugemacht. Der Gegner hat einen Pumpschuss gedrückt. Dadurch hat er den die Stair kaputt gemacht. Konnte dementsprechend auch keine Stair mehr placen. Hat aber schon geschossen. Dementsprechend konnte er nicht mehr schießen. Und dann hat er Moro hier die Geschichte ausgenutzt und hat den halt einfach einen Pumpschuss gegeben. Auf ganz entspannt angelehnt, wie wir gesehen haben. Also das war jetzt auf jeden Fall ein starker Move. Ich glaube, der hat sogar Potenzial, die Geschichte zu gewinnen. Jedenfalls müsst ihr hier aufs Männchen gehen und dann hier irgendwo ist eine Einstellung, die müsst ihr auf anmachen. Ich weiß jetzt aber nicht welche. Müsst ihr einfach mal lesen, was hier steht. Und dann müsst ihr einfach auf anmachen und dann sieht man halt euer Profil in Fortnite-Tracker nicht mehr. Deswegen, den können wir ja nicht tracken, weil der hat sein Profil auch auf privat. Okay, direkt ist der nächste Fight. Also in der, ich muss ehrlich sagen, in der ersten Runde ist sehr viel Action. Wirklich viel Action. Oh, ist ja No-Skin sogar am Start, okay. Bin mal gespannt, ob er die Geschichte packt. Da muss auch noch eine Person von hinten irgendwo nerven. Ja, ja, da ist noch eine dritte Person, die nervt. Der scheint aber auch nicht gut zu sein, die dritte Person. Hat der jetzt auch ein paar Respekt-Challen mit der Waffe gegeben, natürlich. Damit der von der Seite nicht mehr nerven soll, da der Kollege. Verstehe ich halt nicht. Wenn sich zwei streiten, kommt immer noch eine dritte Person, die nerven muss von der Seite. Kennt ihr bestimmt auch in Fortnite. Ist bestimmt bei euch nicht anders. So, und der No-Skin da unten, der ist am Chillen, ne? Mal gucken, was der jetzt macht. Ich bin gespannt. Ja, der macht das übel schlau, ich sag dir ehrlich. Der macht das sehr schlau, Digga. Jetzt Cone rein. Der hätte Cone reinsetzen müssen. Der hat den. Ehrenmann, No-Skin, Digga. Aber er ist einfach besser gewesen. Er ist einfach besser gewesen. Und da lag eine mythische Pistole. Der hat die jetzt nicht mitgenommen. Das ist sehr schlecht. Weil die mythische Pistole ist einfach besser wie die Waffe. Okay, Bro. Das ist der Crystal-Skin, der gerade so genervt hat, ne? Auf Drittanbieterpartei. Ich bin gespannt, ob der gut ist. Oh, ich glaube, der ist nicht schlecht, Leute. Oh, der flext hier die 90s aber mal ganz anders hoch. Aber der ist auch nicht schlecht. Guck mal, jetzt campt der unten in der Cone drinnen, ne? Oder in der Box. Der Crystal-Skin, der gerade von Seite genervt hat. Das sind meistens immer so Spieler, die einen von der Seite nerven. Genau so Spieler sind das. Die gehen dann auf einmal in ihre Box rein und bewegen sich nicht mehr. Weil anders würden die nicht pushen. Aber ich glaube nicht, dass der schlecht ist, Leute. Jetzt kommt wieder einer von hinten. Du kannst es keinem erzählen von der Insel. Die können nicht mal in Ruhe 1 gegen 1 machen, ne? Oh mein Gott. Beide gehen auf den drauf, ne? Der eine schießt von unten, der andere schießt von oben auf ihn. Also entweder ändert der jetzt gleich... Ja, er muss seine Position ändern. Der muss da weg. Der muss auf Low Ground gehen. Ach, das ist noch eine andere Person... Oh, 50er Fall Damage. Da hat er aber noch mal Glück gehabt. Hat aber Mettnebel. Von daher, guck mal, wie der jetzt nervt da hinten, ne? Bruder, wie die immer nerven, Digga. Ich check's nicht, Bro. Der wird verlieren. Der ist zu unvorsichtig. Das war's. Oh mein Gott, der hat den so auseinandergenommen, Digga. Aber der hat auch übertrieben mit dieser Waffe genervt, ne? Da kommt direkt der nächste. Das ist, glaube ich, der Crystal Skin. Boah, der sieht gut aus. Der sieht wie ein Schwitzer aus. Wir gucken gleich seine Fortnite-Tracker-Statistik an, weil hier findet jetzt direkt der nächste Fight statt. Ich sag dir, in der ersten Runde wird nur gefightet. Und der ist wirklich gut. Er flext die Edits mal hier ganz anders, Bruder. GG, Junge. Boah, aber der wird hops genommen. Der wird hops genommen. Der wurde einfach hops genommen. Ja, dann würde ich sagen, Fortnite-Tracker checken wir bei dem jetzt nicht ab. Wir warten, bis hier einer überlebt und dann gucken wir zu, okay?
Ja, er hat auch verloren, Digga. Ja, okay, und seinen Namen werde ich wohl wahrscheinlich niemals im Fortnite-Tracker finden, Leute. Eigentlich sehr, sehr schade, aber die beiden letzten würde ich dann überspringen, weil ich kann mich an deren Namen jetzt natürlich nicht erinnern. Ja, guckt euch mal den Namen an, Alter. Der hat jetzt gerade auch die Krone aufgehoben. Den werde ich nicht finden. Nee, Mann, da müssen wir warten, bis ein anderer gewinnt. Und Adden werde ich den sowieso nicht können. Das heißt, wenn er jetzt gewinnt, dann kriegt niemand V-Bucks. Zumindest in der ersten Runde. Was ein Laser. Alter, das war doch nicht normal. Was ist das für ein Skin? Ich bin gespannt. Nee, das ist so ein Goldskin. Lol, er gewinnt sogar noch, der Typ. Aber Leute, ihr wisst, ich habe ja gesagt, den Namen, den kann ich nicht adden. Das geht nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen noch eine zweite Runde rein, Leute. Let's go, Junge. Okay, Leute, zweite Runde. Peaks ist drin, ne? Lol, und Sub-Zero und Gang. Jo, wie viele Stream-Sniper sind hier drin, Alter? Maxim auch? Oh mein Gott. Wenn einer von denen gewinnt, kriegen die von mir 1000 V-Bucks, ne? Ist klar. Vier Leute probieren jetzt über meine Freundesliste mich zu Stream-Snipen. Also so viele waren auch noch nie in eine Runde drin, ne? Wo gehe ich denn sonst immer hin, wenn ich das Format mache? Ich weiß das gar nicht. Wir sind eigentlich immer in Dings gelandet, ne? Aber ich gehe mal nach Shattered, Leute. Also, wie gesagt, ich habe da nichts gegen. Wenn einer aus meiner Freundesliste hier jetzt die 1000 V-Bucks gewinnt, dann kann ich dem auch direkt die V-Bucks geben, halt als Geschenk, ne? Weil ich die ja in meine Freundesliste drin habe, schon mehr als 48 Stunden und ab 48 Stunden kann man Geschenke verschenken. Deswegen, also wenn das jetzt einer gewinnt, gönn ich, gar kein Problem. Bin ich mal gespannt, ob die bis ins Finale aber auch kommen, ne? Und das waren alles Clan-Mitglieder, Leute, krank. Ich glaube, hier vorne ist so ein Baum gelandet, ne? Du sollst mich killen, Bruder. Nein, du sollst mich killen. Nimm alles. Nein, ich will nichts. Was ein Ehrenmann, ohne Spaß. Warte mal kurz. Power Wit Live. Nee, du gehst hier nicht raus. So, du kriegst jetzt Herzen von mir, Bruder. Und du musst mich jetzt töten, ja? So, hast du verstanden? Nein, du sollst, Bruder, du sollst hier. RIP, jetzt mach. Los, er macht hier Drift. Nein, kill mich. Los, ja, genau so. Let's go. Ja, genau. Du musst schießen auch. Wir machen nochmal den Gruß. So, und jetzt reicht's. Jetzt hat er auch nicht getroffen. Oh mein Gott. Ey, was ein korrekter Typ. Ohne Spaß. Natürlich machen wir hier auch den Fortnite-trackenden Hasen. Nee, irgendwie finde ich den nicht, Leute. Keine Ahnung. Irgendwie finde ich den nicht. Füg den hier ein und such den dann nochmal. Nee, den gibt's irgendwie nicht. Keine Ahnung, Leute. Find den nicht. Aber ein Bot ist das auf jeden Fall nicht, weil ein Bot würde mit Erntewerkzeug oder so schlagen. Das ist definitiv kein Bot, Leute. Und der hat auch die Season 1 Glückshacke. Das ist kein Bot, Leute. Das ist ein normaler Spieler. Ich würde dem schon extremst den Sieg gönnen. Wir gucken einfach mal. Aber ich glaube, die Geschichte wird sich sehr, sehr lange hinauszögern und da waren so ein paar Spieler bei, also aus unserem Clan halt eben, wie ihr vorhin am Anfang unten links im Chat gesehen habt, die sind halt einfach besser wie er, ne? Und die werden den hundertprozentig killen. Hundertprozentig. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob das für ihn die Chance ist, jetzt hier zu gewinnen. Wie gesagt, gönnen würde ich's, aber ich glaube, das wird er nicht schaffen. Egal, ich würde sagen, wir sehen uns beim ersten Fight, wenn er noch irgendeine wilde Waffe oder so findet. Da vorne ist ein Gegner. Jojo, hier ist ein Skull Trooper. Bottyboy aber 100% gewesen. Aber hier hat noch eine andere Person mit dieser einen Waffe geschossen. Das heißt, irgendwo müsste noch auf jeden Fall ein Gegner sein. Ja, da vorne. Ja, der hat mit dieser Optimus Prime Waffe geschossen. Ey, schlecht spielt der aber nicht, ne? Hoch, ne? Oh, schöner Hit. 76er. Los. Bom. Nein, Bro, die sind beide gestorben an Fall Damage. Es spielt ja sowieso keine Rolle, wem ich zugucke. Dann würde ich jemanden aus meinem Clan zugucken. Und dann einfach gucken, ob die gewinnen, ne? Hier haben wir beispielsweise Gamu. Ach so, die sind... Hä? Was geht denn jetzt ab, Digga? Die Team miteinander. Oder das ist Peaks oder sowas, weil hier sind ja mehr aus unserem Clan drin. Aber das ist jetzt schon eine wilde Geschichte auf jeden Fall. Ja, dann mal gucken. Derjenige, der gewinnt, der bekommt die Taui V-Bucks, ne? Aber ich glaube, wenn ich ihm hier zugucke, er ist halt ein Switch-Spieler, Leute. Ich weiß das. Aber wir gucken einfach. Die spielen auch zu zweit, ne? Lol. Das ist eine normale Runde, Leute. Das ist kein Custom Games. Das ist eine komplett öffentliche Public-Runde, wo jeder hätte mit reinjoinen können. Jeder. Erstmal krass, dass überhaupt einer es von denen reingeschafft hat. Aber dass direkt 3, 4 Leute es geschafft haben. Wilde Geschichte. Oh, und Peaks hat wieder jemanden gekillt. Also ich würde schon gerne Peaks zugucken, weil Peaks, bei dem ist wenigstens Action. Der fightet wenigstens. Wisst ihr, was ich meine? Und dann gucken wir am Ende, wer halt eben den Sieg holt, ne? Hier haben wir ihn, den Meister. Meister Peaks, Bro. Der absolute, Leute. Der hat sogar einen größeren Twitch-Streamer, der immer alle killt. Ihr kennt
ihn bestimmt, Mr. Lust heißt der. Den hat er auf ganz ekelhaft gestreamsniped. Der hat erst so getan, als wenn er mit dem Team wollte und dann hat er den gekillt. Ich weiß, übel ehrenlos, aber dieser Mr. Lust, der macht das halt eben auch bei anderen Leuten. Und der macht das nur, also der ist der größte ehrenlose Streamer, den es gibt. Der ist richtig, der größte 31er. Also hat er das im Endeffekt so verdient, wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist Peaks jetzt nicht böse, sondern der hat sich für etwas Gutes eingesetzt. Und der ist der größte Schwitzer, Leute. Da kommt jetzt ein Fight, ihr werdet sehen, wie krass der ist. Bam, 87er rein, dead. Von links hat irgendwo, glaube ich, auch noch einer geschossen. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn Peaks jetzt gleich auf unsere beiden anderen Clan-Mitglieder trifft, auch weg. Ist aber am Bot gewesen, aber trotzdem 130er drin. Der wird die beide killen, safe. 100%. Der wird da nichts teamen. Ist aber auch voll okay. Ich gehe damit voll konform. Okay, Pixie, zeig mal deine Skills jetzt hier. Lass mal ein bisschen flexen hier, ne? Ihr seht schon, Leute. Deswegen will ich auch ihm zugucken, weil Gamu spielt halt auf Switch 60 FPS. Da ist nicht viel möglich. Und Pix ist einfach ein richtig guter Controller-Spieler. Der macht das jetzt bestimmt unsichtbar. Kann das auch, Leute. Könnt ihr das auch? Da. Die Cone ist unsichtbar. Könnt ihr das auch? Seid mal ehrlich. Also ich kann es auf jeden Fall auch. Ist schwer, aber es ist möglich. Das ist ein Bot. Ja. Da hat er sich nochmal ein paar Materials gesnickt, obwohl die braucht er gar nicht. Das ist auch noch ein Bot, Leute. Den holt er sich auch nochmal auf ganz entspannt, gar kein Problem. Jetzt leben nur noch 5 Gegner. Ich bin halt am Ende gespannt, wie die das gleich machen werden. Ob die sich fighten, ob die untereinander wissen, dass die zusammen in der Lobby drin sind. Normalerweise müssten die das wissen, weil die sehen ja die Epic Games Namen unten links im Killfeed. Nur die wissen nicht, welche Skins die sind. Aber ich glaube, Peaks wird alles killen. Ich glaube, der wird alles killen. Okay, ich glaube, Gamu und so leben immer noch. Und Mika müsste der letzte überlebende normale Spieler halt eben in der Runde sein. Der pusht jetzt, glaube ich, auch hier mit dem Stein in die Zone rein. Ne? Ist halt mega schlau. Leute, so kann der richtig schnell moven. Muss natürlich auch vorsichtig sein, weil überall könnte ein Gegner sein. Aber wenn der jetzt nochmal damit... Ja, jetzt ist der in der Zone. Mit 2 Steinhieben. Guckt euch das mal an, wie schnell. Zack, er ist in der Zone drin. Krank. Ach so, das ist Sub-Zero, Junge. Also hier, ihr seht, ein Clan-Mitglied. Es ist kein Custom Games, es ist eine normale Runde. Das ist ein normaler Spieler. Hier haben wir auch noch ein Clan-Mitglied, Leute. Es ist zu krank. Und hier haben wir auch noch ein Clan-Mitglied, Leute. Ach so, die teamen auch miteinander, oder was? Hä? Lol, die wissen untereinander Bescheid. Yo, what? Okay, 3-gegen-1-Situation tatsächlich. Ja, dann schenken wir den dreien einfach gleich was für 500 V-Bucks, ne? Ist eigentlich egal, wer hier gewinnt. Die haben sich die Zeit genommen, sich hier in mein Video reinzumogeln, in eine normalen Runde zufällig bei mir reinzukommen. Da können wir ruhig mal einmal kurz den kleinen Ehremann spielen, oder nicht? Ich finde schon. Oder wir machen, jeder bekommt einen Skin. Ich guck mal gleich, Leute. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie das jetzt hier, wie das Ende enden wird. Weil einer von denen muss ja am Ende gewinnen. Wie die das halt eben gleich untereinander abklären werden. Ja, da vorne ist der Gegner, ja, ja. Oh mein Gott, die gehen jetzt alle auf den drauf, ne? Ja, das war's. Larry ist leider dead. Das heißt, die letzten drei sind halt einfach... Digga, es ist zu krank. Einfach in eine normalen Runde. Also, Bruder, er gibt sogar Sieg ab, ne? Genau das meine ich halt eben. Wie werden die das jetzt gleich untereinander klären? Und ich glaube, Peaks möchte den Sieg abgeben. Und Sub-Zero ist auch hier, Digga. Bruder, wie schnell kann er sich ducken, Alter? Die müssen aber aufpassen, dass die jetzt gleich nicht rausfliegen. Obwohl, ja, es spielt eh keine Rolle, ne? Die haben ja eh schon gewonnen zu dritt. Okay, alle beide sind rausgeflogen, außer Peaks. Die wurden beide vom Bannhammer erwischt. Ja, der stellt sich auch so, hä, was jetzt passiert? Die wurden beide vom Bannhammer erwischt. Wir schenken dem mal kurz was. So, Leute, also was würden wir denn jetzt hier schenken? Ich finde den Skin ja schon cool, aber den spielen meistens immer Girlies, deswegen würde ich den nicht schenken. Ja, den kann man schenken, ne? Ja, sehe ich auch so. Als erstes bekommt Gamu, Digga, let's go. So, nochmal ein 800er raus. Und dann haben wir noch den Sub-Zero. Der kriegt auch noch. So, hat der auch bekommen. So, und wer jetzt hier kein Like da lässt, ne? Der ist wirklich ehrenlos, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, haut da rein.